nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Wo ist dieses blaue Neuneck? Warum willst du dort nicht mehr hin? Das ist schwer zu erklären. Die untere Ebene ist die konzentrierte, elende Verdorbenheit. Ein blaues Neuneck. Einfach schrecklich. Nie wieder. Korosans Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Mhm. Was genau ist geschehen? Ihre primitive Sprache vermag mein Leid nicht auszudrücken. Elende Verdorbenheit. Unglaublich senkrecht. Einfach zu viel. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt. Aber die Reparatur steht noch immer aus. Korosans Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Sie bieten sich als schwarze Winkelhalbierende an? Welch erfreuliches und unerwartetes Angebot. Zum Dank biete ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Nehmen Sie meine Erfindung und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe schließen, um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig, die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Okay, 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 okay. Was auch immer, ich mache einfach. Ich repariere einfach irgendwas. Und, ja. Ich glaube, die Gridroiden, da muss man eine eigene Sprache gelernt haben, um die zu verstehen. Warte mal. Ich sehe gerade was. Wenn ich das Ding hier aktiviere... Ist schon aktiviert, okay. Sah nämlich gerade nicht so aus. Eigentlich könnte man es ja direkt ins Senatgebäude dann teleportieren. Das wäre eigentlich ganz nett. So, einmal mit Kira Carson sprechen und dann ganz viele Sachen reparieren. Warte mal, die waren am Raumhafen, ne, Kira? Da muss ich jetzt erstmal, dann erstmal zum Raumhafen. Und dann den komischen Druiden geholfen. Ich glaube, es sind drei Druiden, denen wir helfen müssen. Ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. So, hier ist es auch gleich. Wunderbar. So ein Luxus wünsche ich mir ständig. Gott, ist das weit. Man kann so ein bisschen kürzer fassen, ne? Da müssen wir rein. Jedi Rutterphase. Schießwütige Kerle auf dieser Startrampe. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnis zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie ihn überhaupt haben. Bluff oder nicht, der Doktor ist in Gefahr. Also, wie gehen wir vor? Ich kann es nicht riskieren, dass sie Tarnis töten. Wir machen es auf die harte Tour.
Dann solltet ihr nicht allein gehen. Ich habe mir einen Tarnfeldgenerator aus Agent Garlands Büro geborgt. Er macht mich praktisch unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr? Das kommt mir sehr gelegen. Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. Ich nehme meine Position ein und warte auf euer Signal. Lasst uns den Doktor retten. Alles klar, Kira. Dann will ich hier mal ein bisschen aufräumen. Ja. Ich denke, einfach mal reinspringen in irgendeine Gruppe. So, 6 von 10. Da oben ist gleich das Ding. Also mache ich euch zwei noch weg. Und da hinten die zwei. Oder drei. Zu? Hä? Oder muss ich... Warte mal. Ach so, ich muss das... Ah, alles klar. So, Tap. Ja, fall um. Komm, weg mit dir. Zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Total. Ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo. Das will ich Meisterin Kiwiks vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach, wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Ich bin hier der Jedi. Ich stelle die Fragen. Nur zu. Ihr erfahrt gar nichts. Der Boss würde mich töten, wenn ich rede. Tja, aber wenn ich dich überrede? Euer Boss wird sowieso jemanden schicken, der euch zum Schweigen bringt. Wir sind eure einzige Hoffnung. Der Boss wird toben, weil ich geschnappt wurde. Er könnte sogar... Gut. Ihr habt gewonnen. Ich gehöre zur schwarzen Sonne. Mein Boss Salah hat uns losgeschickt, um den Doktor zu schnappen und ihn in unser Hauptquartier zu bringen. Mehr weiß ich nicht. Die schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnis wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten hier aufräumen. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Okay, sprich mit Agent Galen. Okay. Und dann, okay. Dann würde ich sagen, zurück zum Senatsgebäude, mit Galen gesprochen. Und dann, dann geht's weiter.
So. Bin ich hier richtig? Ja, tatsächlich. Diesmal bin ich sogar richtig. Unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den Planetenfänger, sondern über jeden Waffenprototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen. Und die Schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Was erhofft sich die Schwarze Sonne von all dem? Sie könnten ein Vermögen damit machen, unsere Geheimnisse an unsere Feinde zu verkaufen. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? In 3 Forschungsanlagen. Minimale Verteidigung, damit sie nicht auffallen. Sie sind verwundbar. Meisterin Kiwix und ich werden uns aufteilen und 2 beschützen. Und ich übernehme die 3. Der spannende Teil liegt bei dir. Dr. Tarnes retten und die kopierten Dateien von der Schwarzen Sonne zurückholen. Wir sind zum Abendessen wieder hier. Kira wird ebenfalls hier bleiben. Wenn Agent Galen aufgebrochen ist, werden ihre Computerkenntnisse benötigt. Sie kann sehr impulsiv sein, aber gib ihr eine Chance. Ihr werdet ein gutes Team bilden. Sie übertreibt es hin und wieder, aber ich mag sie. Teilt euer Wissen mit ihr. Euer Beispiel wird ihr von Nutzen sein. Wir sollten aufbrechen. Möge die Macht mit uns allen sein. Ich bringe euch zu euren Schiffen, meine Freunde. Jo, macht das. Ehe ich aufbreche, stelle ich euch all meine Ressourcen zur Verfügung. Im Gebiet der Schwarzen Sonne ist eine taktische Sondereinheit im Einsatz. Erfahrene Sicherheitsoffiziere, die diese Kriminellen schon seit Monaten bekämpfen. Fliegt zu diesen Koordinaten. Redet mit Sergeant Nidalio. Er kann euch helfen, Dr. Tarnes zu retten und die kopierten Dateien zurückzubekommen. Diese Mission ist zu wichtig, um zu versagen. Ich nehme jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich werde ihm sagen, dass ihr auf dem Weg seid. Unterschätzt die Schwarze Sonne nicht. Töten ist eins ihrer Hobbys. Und sie sind gut darin. Kira ist auf dem Weg. Ich verschaffe ihr direkten Zugang zu unserem Sicherheitsnetzwerk, bevor ich aufbreche. Viel Glück. Die auch, Galen. Das Höslein nehmen wir, das Level 18 nehmen wir auch. Dankeschön. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich müsste meine Händler aufsuchen. So, kann ich eigentlich was lernen? Irgendwie? Ja, sieht gut aus. Was? Schlagfokus? Ah, ist passiv, okay. Machttritt. Okay, das ist zum Unterbrechen. Stimmt's? Ja, zum Unterbrechen. Na, ja, ich weiß doch noch ein bisschen was von den Jedis, beziehungsweise wie die Jedi Fähigkeiten heißen. Auch wenn ich sie so gut wie nie spiele. Und nur für euch hier gerade spiele. So, mal gucken, ob das jetzt auch alles an einem Ort ist. Das wäre natürlich ein Träumchen. Wenn wir jetzt nicht zu 2 Orten gleichzeitig müssten. Und klar, wahrscheinlich hier Jedi. Jedi mit dem imperialen Stuhl. Genau, und Jedi Schatten mit dem Stuhl, den der Sith-Krieger von mir auch hat. Ich weiß gar nicht, wie das Mount heißt, wie das Fahrzeug heißt, die dieser Imperatorstuhl da. Da gibt es ja mehrere von. Und hier ist das Taxi. Und jetzt lass mal kurz gucken. Jep, beides an einem Ort. Wunderschön. So muss das. War es doch gut, dass wir zuerst die Klassenmission gemacht haben. Aber gut, es hat sich halt angeboten. Der Raumhafen war ja gleich um die Ecke. So.
So, einmal mit dem Sergeant sprechen und dann schließt das Ventil. Aha, schließt das Ventil und schließt das Ventil. Im Südosten, Südwesten und Süden, okay. So, Gebiet der schwarzen Sonne. So, was ist denn jetzt am nächsten? Okay, das ist da und das ist da. Also erstmal die Planetenmission. Und dann der Rest. So, können wir gleich mal hier runterhüppen. Gott. Nein, nein. Ach Gott. So, verschwindet mal. Ich will mal da aufmounten. Ich hab doch gar kein Interesse an euch. Wie lange sie mir nicht am Sack kleben, ey. Danke. So, geradeaus. Bäh. Hier num und hier num. Wo ist das Ding? Och nein, voll falsch gelaufen. Verdammt. Scheibenkleister. Davon, wenn man eigentlich nur die olle Klassenmission macht, da wissen wir wieder nicht, wo irgendwas anderes ist. So, hier unten oder was? Tatsächlich. Hydroquellenstation. Klingensperre, das ist doch... Moment. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen doof. Ich wundere mich nämlich schon die ganze Zeit. Ah, tatsächlich. Ach, Mann. So muss ich denn hin? Sind die gleich hier? Ja, eins ist da. Ja, stimmt, da. Eins ist da. Ich sehe es. So. Also die Jedis sehen immer so elegant aus, wenn die diese Klingensperre machen, beziehungsweise Verwüstung heißt es ja beim Sith-Krieger. Der sieht nicht so elegant aus. So, das Ding hier zudrehen. Das letzte hier irgendwo.
schätze mal da in der Ecke. Die olle Konsole, die wir schon gesehen haben.